herzlich willkommen zu Folge Nummer 66 des New Work Heroes Podcast und einen schönen guten Morgen, guten Abend, Mahlzeit und Moin von mir, Jörn Hendrik, Gründer des Labors für neue Arbeit der New Work Heroes. Und ich lade dich herzlich ein auf eine kleine Gedankenreise um die Idee der Meta-Methodenkompetenz oder im Untertitel auch zu lesen der Methodenagnostik. Und jetzt wird es also ja philosophisch, vielleicht sogar religiös. Und das darf es auch ruhig, denn ich finde, wenn man sich so bewegt in der agilen Projektwelt oder generell auch der Welt der New Work, der Welt kundenzentrierter Projekte, dann begegnen einem ziemlich religiöse Menschen. Und die Religion vieler Menschen, die ich treffe, ist sozusagen die unabdingbare Gefolgschaft der Kundenzentrierung und der selbststeuernden Teams und des, ja, der holokratischen Anschauung von Arbeit und noch vielen Konzepten mehr. Ich treffe viele Menschen, die wirklich sehr leidenschaftlich sind in dem, was sie tun, die sehr leidenschaftlich bestimmte Prinzipien verfolgen, die den Scrum Guide immer wieder predigen und immer wieder nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass wir uns mit einem Check-in im Meeting zu Wort melden und alle drankommen. Der Talking Stick wird rumgegeben und so weiter. Ich denke, wenn du dich so in diesem New Work-Umfeld schon mal bewegt hast oder mit einer der genannten Methoden schon mal zu tun hast, dann kannst du das vielleicht schmunzelnd annehmen und vielleicht siehst du es ähnlich. Und ich möchte dich auf eine kleine Reise führen, weil ich glaube, dass das eine ganz interessante Betrachtung ist, die dir da so raushilft, falls du feststeckst in einer dieser Methoden und Menschen um dich herum schon sagen, Mensch, was tust du? Es gibt doch noch so viel mehr. Versteif dich nicht da drauf. Sei offen. Lass doch einfach los. Und tatsächlich möchte ich mich einmal dem Wort der Methodenagnostik oder dem Agnostizismus, dem möchte ich mich einmal direkt widmen, so ein bisschen Worterklärung machen. Denn für mich tatsächlich als Pastorssohn sind diese Themen nicht fremd. Ich bin ja in einem sehr christlichen Haushalt groß geworden und habe so manche Predigt meines Vaters gelauscht und wahrscheinlich auch schon wie in einigen Podcast-Folgen gemutmaßt, kommt daher auch so mein Hang zum Predigen im Podcast oder in Gruppen oder auf der Bühne oder ähnliches, aber nicht mit religiösen Inhalten, sondern mit Inhalten der neuen Arbeit oder wie Arbeit sich verändert. Aber wenn wir uns den Agnostizismus einmal anschauen, sagt Wikipedia, es ist eine Weltanschauung, die insbesondere die prinzipielle Begrenztheit menschlichen Wissens, Verstehens und Begreifens betont und die Möglichkeit der Existenz transzendenter Wesen oder Prinzipien wird nicht bestritten. Die Negation in der Erklärung des Agnostizismus ist so stark, also man glaubt nicht daran, sondern nicht, dass einem so ein bisschen schwindelig wird und am Ende fragt man sich, ja, was denn nun, glaubt da jemand an Gott oder nicht an Gott oder beides? Ja, es ist tatsächlich möglich, dass Agnostiker gläubig sind, also religiös, weil es gibt sogar agnostische Gemeinden. Und ich gebe ein Beispiel, weil das vielleicht viele gar nicht wissen. Also wenn man das Wort jetzt noch nie gehört hat, dann denkt man sich erstmal so, Moment, was heißt das? Und vielleicht nochmal in anderen Worten, es ist die, und das finde ich eigentlich sehr schön, man ist nicht wie ein Atheist dagegen, also sagt, nein, es gibt keinen Gott, weil Menschen, die religiös sind, welcher Glaubensgemeinschaft sie auch immer angehören, glauben ja an einen Gott in den doch meist vorherrschenden monotheistischen Religionen. Und das ist bei den Atheisten dann anders, die verneinen das. Aber das Spannende ist tatsächlich, wie will ein religiöser Christ zum Beispiel, ein Christ, wie will der oder die den Gottesbeweis führen? Schwierig. Aber wie will denn auch ein Atheist den Gegenbeweis führen? Genauso schwierig.
Ja, und da sind die Agnostiker tatsächlich auf einer ganz anderen Ebene unterwegs und sagen, ja, wir können nicht wissen, dass es Gott gibt, aber wir können auch nicht wissen, dass es ihn nicht gibt. Und das finde ich sehr schön, weil daraus ergibt sich so ein weiterer Raum, der geöffnet wird und eine weitere Betrachtung, die ja sehr, sehr spannende, vielleicht zum Teil ketzerische Gedanken zulässt. Und da möchte ich auch ein Beispiel nennen, und zwar an dieser Stelle ganz herzliche Grüße, lieber Bernd, an dich, an Bernd Schwarze und dein wunderbares Team. Ich durfte vor einigen Jahren, haben wir uns kennengelernt, durfte ich die St. Petrikirche zu Lübeck mal genauer kennenlernen. Wer in Lübeck mal ein Spazieren geht, was ich äußerst empfehle, eine wunderschöne Stadt, der sollte definitiv den Kirchturm zu St. Petri besteigen und sich die Stadt von oben angucken. Das geht nämlich sehr gut. Und wenn er oder sie samstags da ist, auch zur Petri-Vision gehen, das ist sozusagen die Messe, der Gottesdienst. Der findet nämlich nicht sonntags Vormittag statt, sondern Samstagabend, so um 23 Uhr, wenn ich das richtig entsinne. Und das ist ein Labor für Rituale. Und Bernd ist selber Theologe und ja, unglaublich talentierter, ja, wie soll man sagen, Facilitator von Kultur, Kunst und ja, einfach auch auf Musik. Und schafft da ein ganz spannendes Labor, in dem zum Beispiel ist der Kirchenraum frei von Stühlen. Es wird, oder ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist, vielleicht hat sich wieder was verändert. Das Kirchenlabor oder das Labor für Rituale verändert sich auch ständig. Und das ist eine ganz spannende Begegnung gewesen. Ich habe das Team gecoacht für verschiedenste Fragestellungen und habe da gemerkt, was für ein Geist dort auch weht. Und das ist tatsächlich ein agnostischer Geist, der so eine Art, ja, wie soll ich das sagen? Also so in der oft beengenden Welt der Kirche war das ein erfrischend offener, freier Wind, der da durchwehte und offener Geist, den ich gespürt habe. Und das war sehr schön. Insofern möchte ich da einfach mal ein direktes Beispiel liefern und dann wieder den Bogen schlagen zur Metamethodenkompetenz. Denn in der IT spricht man zum Beispiel auch von plattformagnostischer Software. Und das ist eine Software, die unter jeder Kombination von Betriebssystemen oder auch Prozessarchitekturen läuft. Und diese Anwendungen haben also nicht den Nachteil, dass man sie nur unter Linux oder nur unter Windows laufen lässt, sondern sie funktionieren sozusagen übergreifend und cross-plattformfähig sozusagen. Und da kommen dann so diese Gedanken dazu rein. Und ich denke, den Begriff Methodenagnostik habe ich das erste Mal gehört, hier von Jörn und Simon aus dem Team von The Dive hier in Berlin, die ja bekannt sind für ihren Loop-Ansatz, der das ja auch, glaube ich, genauso proklamiert. Also zu sagen, wir sind nicht Scrum, wir sind nicht Design Thinking, wir sind alles so dazwischen und eigentlich sind wir eine neue Methode. Denn das kann man dann auch sagen, und das finde ich auch fair, Agnostiker sagen ja von sich, dass sie religiös sind. Das heißt, die Ablehnung oder das Andersbetonen von etwas schafft ja auch wiederum eine Art von Religion und Glaube. Und deswegen ist es da nur fair, wenn man da ja ernst macht und auch dazu steht. Auch eine Methode, die von sich sagt, sie ist eine Nicht-Methode, ist eine Methode. Okay, genug der Gedankenspiele und der Klugscheißerei von mir an dieser Stelle. Ansonsten sicherlich spannendes Thema, auch mit spannenden, ja, wieder leider oft nur Männern in der Historie, die das Ganze untersucht haben und gesprochen haben. Aber da gibt es ja viel Food for Thought und ich möchte das Ganze mitnehmen und mit dir ein paar, ja, Fragen. Ich möchte Fragen stellen und Fragen beantworten, wie man denn in der New Work Welt diese Methodenagnostik findet. Und ich möchte an dieser Stelle auch kurzen, sanften Schwenk geben zur Relaunch Journey, die ich Anfang des Jahres gemacht habe. Kannst gerne mal den Podcast ein bisschen zurückgehen. Da habe ich teilweise über Soziologen gesprochen, der Simon Reckwitz an der Stelle, wo ich das Thema Sinnsuche nochmal mit aufgenommen habe und auch das ganze Thema, wohin wickeln sich die New Work Heroes hin? Und tatsächlich ein bisschen Trommelwirbel und Spannung. Es gibt ein neues Programm, was sich gerade entwickelt und ich muss jetzt auch keinen großen Countdown fahren und alle gebannt auf die Folter spannen, sondern es ist ein Leadership-Programm, was sich aus dem New Work Adventure entwickeln wird, mit dem ich gerade ganz fleißig bastle. Also an dieser Stelle vielen Dank für
alle klugen, fleißigen Köpfe von dir, Pascal, über Katharina und auch Lehrer und natürlich Sabrina, die daran mitarbeiten. Das wird ein ganz, ganz tolles Programm werden und da bin ich gerade dabei bei den, bin gerade bei Interviews durch, habe also Kundeninterviews geführt und mit Führungskräften, Befreundeten, die ich dort befragt habe. Und habe gemerkt, dass ein wichtiger Painpoint auch bei vielen Führungskräften, die sich weiterentwickeln wollen in ihrem Job, ist, dass sie nicht so richtig wissen, mit welcher Methode sie sich weiterentwickeln wollen oder unter welcher Flagge sie die Weiterbildung als Führungskraft tun wollen, weil es so viele verschiedene Methoden und Anschauungen und Ideen gibt. Und ein Punkt, der mir dabei aufgefallen ist, ist, dass ich durch meine Erfahrungen in den verschiedensten Projekten und durch die verschiedensten Methoden, durch die ich gegangen bin, tatsächlich so eine Art Methodenagnostik entwickelt habe, weil es mir relativ egal ist, ob wir in einem IT-Projekt bei einem Konzern uns auf agile Methoden und maßgeblich Scrum konzentrieren oder wir einen Schwenk machen und in eine Ideation gehen und Design Thinking Prinzipien anwenden oder viel mehr. Und das ist doch eine spannende Erkenntnis, die jetzt auch zu dem Thema dieses Podcasts gehört und die ich auch immer wieder aufgreifen werde. Und letztlich, mal kurz zurück, Methoden an sich. Ja, also eine Methode, die bestimmten Zweck erfüllt, wie Design Thinking zum Beispiel für die Entwicklung neuer Produkte, neuer Services, ja, in der Ausarbeitung dann für zum Beispiel Services dann eher als Service Design bezeichnet, also Services im Bereich der Touristik oder der Hotellerie oder des Vertriebs, ja, wo es dann wirklich nicht um Produkte geht, die man produziert, wo man irgendwelche Extruder-Aufsätze braucht und Spritzgussverfahren, um physische Produkte herzustellen, sondern wirklich einfach mit dem Geiste und der Sprache arbeitet oder der Körpersprache. Das wäre dann Service Design und Design Thinking als sich zur Produktentwicklung ist eine Methode. Ja, siehst, auch schon da habe ich mich wieder verästelt und verzweigt und das ist nämlich ganz spannend, weil letztlich heißt Methodenkompetenz, dass sie in der Praxis angewendet werden sollten. Und das führt letztlich zu Umsetzungsintelligenz und das ist nämlich das Gefühl dafür, was funktioniert und was nicht. Und wahrscheinlich auch sehr spezifisch ein Gefühl dafür, was bei mir im Unternehmen und in meinem Wirkungskreis funktioniert und was nicht. Bei meinem Team, in meiner Abteilung, in meinem Bereich oder bei mir in meiner Branche. Und das ist absolut zu befürworten. Und Umsetzungsintelligenz ist auch dem religiösen Eifer der Einhaltung von Regeln und dem sklavischen Darunterbeten von Beispielen und Cases weit überlegen, denn ich kann sagen, ja, hört sich gut an, was du da sagst mit dem Thema, es gibt nur 5 Events im Scrum, Daily, Planning, Review, Retro und der Sprint selbst, sondern ja, die Frage ist, wie können wir neben all den Meetings, die wir auch sonst so im Unternehmen haben, überhaupt jeden Tag uns um 9 treffen? Ja, so, und da lässt sich hervorragend diskutieren und was immer schwer ist, mit religiösen Fanatikern zu diskutieren, weil es sozusagen sich sehr verengt auf eine Weltsicht, die ja wenig andere zulässt. Und das ist genau, das gilt es zu vermeiden. Also ich finde, man muss dann schon sagen, okay, es gibt so Situationen, wo es dann doch angebracht ist, Fakten auch mal wirklich klar zu benennen und auch wirkliches Wissen auf den Tisch zu packen, weil Halbwissen ist okay, solange die Umsetzungsintelligenz hoch ist. Also ich kann mich immer so ein bisschen, anlesen, um was es geht, solange ich wirklich in der Umsetzungsintelligenz bin. Also ich lese mir ein Design Thinking Buch durch oder besuche einen Online-Kurs und versetze das dann um, bin aber selbst Produktdesigner und mache schon seit Jahrzehnten Produktdesign und kenne die Prinzipien sehr, sehr gut und interviewe Kunden und mache Research und arbeite nach den Prinzipien, die Design Thinking ausmachen. Also da habe ich auch liebe Freunde von, auch wieder im Norden in Hamburg, Design for Human Nature, liebe Grüße an dich, Arne, an die Stelle, wo ich immer erstaunt bin, dass eine Agentur so hervorragendes Produktdesign macht, ohne von sich zu sagen, wir machen Design Thinking. Ja, also da ist die Umsetzungsintelligenz derart hoch, würde ich ganz gerne auch mal ein paar Kollegen von der D-School aus Potsdam hinschicken. Das wird ganz gut tun. Aber Halbwissen ist nur dann okay, wenn es auch Umsetzungsintelligenz gibt. Und ich kenne viele Pfeifen und Kapeiken in Konzernen, leider sehr oft, die dann sagen, ja, nee, das brauchen wir nicht. Ja, also, ja, brauchen wir nicht. So.
Und da will ich eine kleine Geschichte erzählen, die dazu sehr gut passt und die das sehr, sehr spaßig aufgreift. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich spreche ein tiefstes amerikanisches Englisch mit texanischem Dialekt, ja, und erzähle dir von agilen Methoden. Ja, und ich sage, haben wir versucht, funktioniert nicht. Ja? Und agile Methoden haben wir versucht, funktioniert nicht, lässt sich wunderbar vergleichen mit dem Vergleich zum Baseballspiel. Und haben wir versucht, funktioniert nicht. Und jetzt stell dir vor, ich spreche am amerikanischen Dialekt. Und sage, okay, wir Baseball, haben wir versucht, funktioniert nicht, weil wir haben ja gemerkt, also erstmal beim Spielfeld angefangen, riesig großes Spielfeld, haben wir gar nicht so viel Platz, ja, war ganz schwer, haben wir erstmal auf die Hälfte reduziert und auch dieses ganze Rumgelaufe, da haben wir gemerkt, da wurden wir ganz schnell, kamen wir ziemlich aus der Puste, haben wir kleiner gemacht, ja, dann diese Schläger, ja, sehr, sehr brutal, also erstmal aus Metall sogar noch, da weiß man ja, das ist ja schon das, was hier Jugendliche auch Rechtsradikale und so nutzen, um sich gegenseitig zu verletzen. Das wollten wir auf gar keinen Fall. Ja, wir sind ja daneben, ist ein kleiner Knick, da gibt's Haselnusssträucher, da haben wir uns auch schöne solide Stöcke abgesägt, das passte wunderbar. Dann dieser Handschuh, ja, dieser komische Baseballhandschuh, ja, aus Leder, also es auch, geht ja gar nicht, ist ja überhaupt nicht vegan, haben wir sein gelassen. Wir haben einfach einen stabilen Winterhandschuh genommen und das passte wunderbar, ja, und das war auch viel nachhaltiger. Dieser Ball, unglaublich hart, also auch gefährlich, weil wenn man den wirft, ja, und mit der Geschwindigkeit, wo der Pitcher dann da steht, der im Kopf getroffen wird, kann fast tödlich sein. Und deswegen, also auch gerade bei dem kleinen Feld, das wir dann hatten, haben wir gesagt, nee, das kriegen wir gar nicht hin. Haben wir einfach auch Socken genommen und die ganz hart zusammengeknotet und sollte dann auch reichen. Ja. Und genau, haben wir mal angefangen und was soll ich sagen, Katastrophe. Ja, also Schläger gebrochen, Socken auseinandergefallen, Handschuh abgefallen, funktionierte nicht. Ja, du hast wirklich schon bei der Hälfte der Geschichte gemerkt, so okay, ich weiß, in welche Richtung es geht, vielen Dank, aber vielleicht konnte ich dich auch ein bisschen zum Schmunzeln bringen. Das ist tatsächlich auch so das Thema Halbwissen und Methoden falsch anwenden, was dann oft auch zu Problemen führt. Und gerade unter so agilen Projektkollegen ist es dann oft so, du kannst Scrum anwenden, also wenn du sagst, die 5 Events habe ich ja schon genannt, ne? Daily, Refinement, Planning, Review, Retro und der Sprint selbst. Aber wenn du dann eins weglässt, dann ist es halt kein Scrum mehr. Also du kannst sagen, ja, Retrospektiven, also ständig darüber unterhalten, ob es jetzt nun gut oder schlecht war oder nicht, machen wir einmal im Jahr, da treffen wir uns, gehen wir schön einen saufen und dann passt das schon. Ja, dann ist es halt kein Scrum mehr. Und das finde ich relativ wichtig. Das heißt, natürlich hat sich über die Jahrzehnte herauskristallisiert, wie Baseball gut zu spielen ist. Und du nutzt natürlich den Schläger in der Form. Und das Feld ist so groß, weil die Regeln da entsprechend darauf zutreffen und so weiter. Es geht aber, und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, auch in der Anschauung von Sport, nicht so sehr darum, die Rahmenbedingungen zu verändern und dann ein ganz anderes Spiel zu haben, sondern relaxed mit der Art der Auslegung der Regeln umzugehen. Das heißt, wenn ich am Rand stehe und die Leute anschreie und schon fast handgreiflich werde, wenn eine Mannschaft verliert oder gewinnt, gerade bei Eltern kommen wir dann oft sehr emotional in solche Situationen, dann ist irgendwas falsch. Und da geht es eher darum, sich anzuschauen, wie wird grundsätzlich mit dieser Methode umgegangen. Ja, ich verlasse mal ein bisschen dieses Feld. Also, was ich sagen will, ist, Methoden anzuwenden in einer Umsetzungsintelligenz und in dem Wissen, wie sie wirklich funktioniert. Ja, ich gebe dir ein Beispiel für einen aktuellen Kunden, wo wir dran sind, wo ich sage, ja, das Skalieren von Teams, das heißt, das Zusammenarbeiten mit vielen Teams ist super, ja, in der IT. Wenn ich aber mit vielen Teams an unterschiedlichen Backlogs arbeite, also an unterschiedlichen Anforderungssträngen und dann immer anfangen zu forken, also unterschiedliche Code-Realitäten zu schaffen, dann wird es immer schwieriger, weil ganz klar, habe ich einen anderen Code, habe ich andere Anforderungen, muss ich die wieder überprüfen, muss ich die wieder zurückführen und das führt dann zu Problem, weil die Branches nämlich nicht immer so sauber zurückzuführen sind. Also auf Deutsch gesprochen, wenn ich anfange, den Code in einer Zeile zu schreiben und dann fangen andere an, das woanders zu schreiben und irgendwann kopieren wir alles mit rein, dann ist oft wirklich Kabelsalat angesagt und das funktioniert nicht. Und deswegen ist eine klare Regel, wenn viele Teams zusammenarbeiten, ein Backlog, ein Product Owner und keine Branches, keine Aufteilung, direkte Arbeit im Quellcode, in dem Code, der auch live geht. Das
ist der aktuelle Status quo und der Goldstandard für schnell arbeitende Teams, die sich auch skalieren und die mehr zusammenarbeiten wollen. Ja, es war sehr spezifisch, aber zeigt dir so ein bisschen, okay, wenn wir es so sehen und eine Code Ownership haben, also eine ganz klare Qualitätssicherung wollen, dann brauchen wir einfach eine gewisse Art der Anwendung. Und ich glaube, das ist auch genau das, was ich sagen will mit der Methodenkompetenz oder Meta-Methodenkompetenz, dass der Blick von oben ein ganz wichtiger ist, um dann zu entscheiden, wie bewegen wir uns und wie implementieren wir die. Und um dir einfach jetzt ein bisschen Hilfe auch an die Hand zu geben, wie kannst du Meta-Methodenkompetenz lernen und wozu kannst du es anwenden? Dieses Blick von oben ist ein ganz wichtiger Ansatz, um zu schauen, wofür brauchen wir es eigentlich, was ist genau unser Problem, unsere Problemstellung und wie wollen wir reingehen und was auf keinen Fall passieren sollte, und das führt direkt mit sofortiger Wirkung in die Vortore der Hölle, wenn Halbwissen gepaart wird mit dem Shiny Object Syndrom. Ja, also so, oh, da hinten glitzert was, wir haben wieder das neue Buzzword, die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, und wir versteifen uns jetzt alle auf skalierende, agile Frameworks und müssen zur nächsten Methode wandern. Ja, wie zum Beispiel Safe, Scaled Agile Framework. Ja. Sehr gut erkennen kann man übrigens solche Hypes oder solche Shiny Object Frameworks dann, wenn sie ausgebuffte Vertragsform haben. Das heißt, wenn ich erst 3 Grundworkshops machen muss, um dann den Hauptworkshop zu lernen und jedes Jahr wieder eine erneute Lizenzierung durchführen muss, dann kann man sich fragen, wird hier eigentlich Geld verdient oder wird wirklich eine Methode angewandt? Und das finde ich sehr schön bei diesem bei diesen skalierenden Methoden aktuell, das ist ja immer, es gibt oft so 2 Lager, und das Lager, in dem ich mich bewegt habe letzte Woche, liebe Grüße an dich, lieber Robert, an dieser Stelle, Robert Briese von den Lean Sherpas, da habe ich nämlich meine LESS-Zertifizierung gemacht, und LESS steht für Large Scale Scrum und die Frage, wie man mit mehreren Teams agil zusammenarbeitet, und das Schöne dabei fand ich halt, dass es eher von Deskalierung spricht, also kritisch diesen Hype betrachtet und sagt, wie können wir denn wirklich ein Framework, eine Methode anbieten, die wirklich anwendbar ist. Und was ich da sehr charmant finde, ist zu sagen, wir halten die grundlegenden Säulen und Anker der Methode die halten wir sehr strikt und fest in den Händen, und wenn ihr es wirklich anwenden wollt, dann sind das die wenigen Regeln, denen ihr folgen müsst, und es basiert im Übrigen auch sehr auf Scrum, das heißt, er will nicht zu viel erfinden. Zurückzukommen zu dem Blick von oben, du erkennst gute Methoden daran, die sich auch diese kritischen Fragen stellen und die auch letztlich ein Stück weit auch Ironie zulassen, und ich finde immer Humor. Ne? Also wenn Humor mit dem Spiel ist, dann ist ein gutes Zeichen, dass das eine ausgereifte Methode ist, die man ernst nehmen kann. Wenn es dann unbedingt nur so laufen muss und nur so und immer der Talking Stick rumgehen muss, sonst ist es nicht, die Methode, dann ist da etwas falsch. Und die Klaviatur der Transformationstools spielen zu lernen, das ist etwas, wofür ich dich gewinnen möchte. Und das funktioniert natürlich am besten, indem du es anfängst zu spielen. Und ich finde überhaupt nichts Verwerfliches dagegen, auch eine Methode tiefgehend zu lernen und sie anzuwenden. Und dann ist es super, absolut vom Vorteil, sich davon wieder zu lösen, weiterzugehen und das anzureichen. Das gilt genauso für dich als Therapeutin und bitte, bitte auch als Lehrerin, ja, das ist ja für mich immer so ein schwieriges Thema, wenn ich auf die Schulen gucke, ich sage so, wie viele Möglichkeiten zur Fortbildung werden wirklich genutzt. Ich glaube, ich habe auch mal von der letzten Arbeitsministerin gehört, das war noch die, ist noch ein bisschen her jetzt, da das irgendwie ein zweistelliger Millionenbetrag an Förderung für Weiterbildung in deutschen Unternehmen einfach brach liegt. Ja. Also es wird wenig genutzt, und das ist natürlich schade. Also ich glaube, wenn du Führungskraft bist und zuhörst, es geht unbedingt darum, viele Methoden auch kennenzulernen und sie in seiner Anwendung auch auszuprobieren und auch Möglichkeiten zu schaffen, diese auszuprobieren. Denn das ist ja auch genau das, was die Umsetzungsintelligenz erhöht und dir die Möglichkeit gibt, Meta-Methodenkompetenz zu entwickeln. Und ich finde, Teams, die weit sind und die viel gemacht haben, erkennt man immer daran, dass sie eine gewisse Entspanntheit haben, wenn es da um die Anwendung geht und auch sehr, sehr gut in die Umsetzung kommen. Also ich erinnere mich an das Team von Yellow, wo ich ja fast ein Jahr
Nee, genau ein Jahr arbeiten durfte. Und ist jetzt ist gerade zu Ende gegangen. Und da bin ich, denke ich, sehr gerne daran zurück, wie erfolgreich das Team von dir, liebe Jessie, war. Weil Scrum sofort adaptiert, umgesetzt und damit dann gleich auch Adaption von Design Sprints aus dem Design Thinking mit angewandt und Lean Startup mit verschiedensten Methoden schnell in eine Business-Modellierung zu gehen. Und es war einfach eine Freude, ne? Und für mich als Coach galt es dann genau hinzugucken und tatsächlich in die Metakompetenz zu gehen und zu sagen, ja, wunderbar, wir sehen jetzt, wir wenden drei Methoden an, für die richtigen Phasen gehen wir in die richtigen Sachen rein. Und jetzt die Frage, wann hören wir auf? Wo machen wir mehr. Und diese, ne, also an diese, an dann wirklich an die Grenze zu gehen und zu sagen, wow, wir nutzen das jetzt und schaffen Lernmomente alle 2 Wochen oder sogar jede Woche. Das war wirklich ein Team, was es geschafft hat, wöchentlich zu sprinten. Ja, muss man auch sagen, je höher die Geschwindigkeit, desto natürlich auch höher die Fähigkeiten zur Anwendung. Das erkennt man dann auch schön. Ne? Je komplexer ein Unternehmen und je größer es wird, desto länger werden oft die Sprintzeiten, so 3 Monate, 3 Wochen oder sogar auf PI-Sicht, so auf Quartalssicht. So, dann kriegt man das kaum hin, irgendwie das runterzubringen. Und da läuft dann was schief. Weil je klar, je besser ich in der Lage bin, es zu vereinfachen und auf eine Methode runterzubrechen und auch davon zu lernen, desto besser ist es letztlich. Und dann, und das ist mein letzter Punkt, integriere ich das Ganze auch in die Praxis und in meinen Arbeitsalltag. Und der ist halt nicht durch ein Framework greifbar. Und das ist eigentlich auch das, was immer ein Framework sage, da erkennst du natürlich die Pfeifen und die Anfänger, die noch Eischale auf dem Kopf haben und Grüne in den Ohren sind, wenn sie sagen, ja, da kannst du auf jeden Fall umsetzen, das ist super für das, das und das und gerade das ist super. Also ich meine, man muss natürlich irgendwie verkaufen, ja, ist ja klar, wenn man ein Framework entwickelt hat, dann will man das ja auch verkloppen und irgendwie sehen, dass viele die Zertifizierung machen und so weiter. Ja, sage ich jetzt ein bisschen despektierlich, aber da erkennt man dann oft so die Marketingsprache, aber wenn man dann im Kurs ist und wenn man reingeht, sollte man die Frage stellen, was siehst du in der Anwendung, wenn es man, wo sind die Grenzen, wie können wir das Ganze hinterfragen? Und das wären dann auch so ein paar Sets, die ich dir mitgeben will. Also wenn du vor der Frage stehst, welche Methode wende ich an für mich und mein Team in meinem Unternehmen, dann wag den Blick von oben und lass dich nicht zu sehr ablenken von Hypes und vom Shiny Object-Syndrom. Lass es organisch einbetten in deine Klaviatur an Methoden, die du schon gelernt hast und mit denen du dich auskennst. Und diese Integration in die Praxis, um die geht's. Und ja, da würde ich immer wieder fragen. Und natürlich kannst du nicht erwarten, dass in einem Erstgespräch dir ein ja, Trainer, eine Trainerin das sofort verrät und mitgibt, weil das ist natürlich, dafür solltest du dann schon den Kurs buchen. Und die meisten Kurse bewegen sich auch in bezahlbaren Rahmen von, keine Ahnung, 1.300 bis vielleicht 4.000 Euro. Und das ist, je nachdem, wo die Methode sich ansiedelt, auch absolut gerechtfertigt und sollte man den Kolleginnen dort auch zugestehen, denn es ist auch eine ganz schön anstrengende Aufgabe, Methoden zu vermitteln. Ja, ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können aus diesen Betrachtungen zur Metamethodenkompetenz. Du fühlst dich der Methodenagnostik hingezogen und kannst es benennen und ich freue mich sehr, wenn du diese Folge weiterempfiehlst an deine Kolleginnen, deine Vorstandsvorsitzenden und wen auch immer, an deine Freunde und oder ihn einfach laut spielen lässt in der nächsten Videokonferenz. Einfach mal 30 Minuten ablaufen lassen. Und guck bitte gerne auf unsere Seite. Ich freue mich sehr über die Unterstützung unseres kleinen und feinen Verlages. Wir haben gerade eine ganz tolle Aktion laufen mit der Readiness School of Digital Integration, der Ready School hier in Berlin und unseren Spruchkarten. Eine ganz tolle Aktion. Du spendest 10 Euro an das Berlin Kids Programm, was die Integration und die, ja, das Lernen mit digitalen Techniken von Kindern, die aus sozial schwachen Verhältnissen kommen und Flüchtlingen ermöglicht. Das sei dazu gesagt, da freue ich mich über eine Unterstützung. Karten kosten 19,90, 10 Euro werden gespendet und du hast wirklich ein schönes Kartenset aus kunstvollen Karten mit einem ganz tollen Künstler, dem Vidam, der hier aus Berlin kommt und wirklich eine wundervolle Arbeit geleistet hat. Und Heldenreise gleich mit dabei, kannst du für die nächste Methodendiskussion gleich mal mit anwenden. Und insofern kauf gleich ein Kartenset für dein ganzes Team.
Vielen Dank und eine schöne Restwoche wünsche ich dir und viele Erkenntnisse. Mit heldenhaften Grüßen, dein Jörn Henrik.